Servus Leute, heute gibt es ein neues Format, in dem es um Team-Vibes geht, wie der Titel schon verrät. Einfach bloß Szenen, bei denen ich gegen Teams fighte. Und ja, das ist immer sehr, sehr spannende und schnelle PvP-Action. Und davon habe ich euch mal 6 Szenen zusammengeschnitten. Die sind immer alle etwas kürzer, dafür geht's wirklich zur Sache. Das Looten habe ich in dem Fall weggelassen. Vielleicht werde ich in Zukunft in den Videos den Loot einbinden. Je nachdem, ich weiß, einige von euch wollen das sehen. Aber in diesem Video gibt es keine Loot, sondern bloß das reine PvP. Und ja, 6 Szenen an der Zahl. Also, ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Schaut's euch an. Ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch. twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Warum das denn? Keine Ahnung, Bullyball. Einfach so. Das hört sich ein bisschen weit rechts an. Oh boy. Das sind mehrere, ey. Also sein Saved. Okay. Ja, da fangst du aus. Bin ich sicher, ob jetzt. Oh. Jetzt muss ich doch nochmal schauen. Jawohl. Da hinten, da oben ist noch einer hier. Da. Uhuhu. Auf Wiedersehen. Hab ihn. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber ich habe ihn gewontappt. Report Inc. Oh ja. Jawohl. Nummer 3. Die wollen es aber auch wissen, ey. One Tubs. War 3 Schüsse, 3 Kills jetzt. Was? Was habe ich hier gehört? Ab. Na, Freunde? P90. Zu dritt liegen sie in dem scheiß Gang da. Zu dritt.
Pass auf, wir gehen einfach überleben. Für die Daily. Reicht, war ein guter Dreierkill. Wow, da hat einer gepiekt, habt ihr gesehen? Habe ich ihn geheadshottet? Haha, ich hab ihn! Deswegen schaue ich da immer hin. Deswegen schaue ich da hin, wenn ich da rausgehe. Es hat sich mal gelohnt. Ah, wundervoll. Wundervoll. Hat er gedacht, er ist sneaky? Hat er gedacht, er ist sneaky? War das der Vierte im Bunde? Das könnte der Vierte im Bunde gewesen sein. Hat er gedacht, er ist sneaky? Naja. Boah, ist das nervig. Mist, ich komme hier nicht hoch. Hello? Problem bei der Polizei hier. Nein, geh da hoch. Ich hasse es so sehr, wenn es so clunky. Hello. Ich weiß, wo er ist, hier rechts in der Ecke. Report Inc.
GG, ey. Okay, ist tot. Ha, ich hätte viel mehr vorhalten müssen. Das hat schlechter geklappt, als ich es mir vorgestellt habe. Wie habe ich das jetzt gewusst? Wie habe ich was gewusst? Dass der da ist? Na, ist doch klar. Wo soll er sonst sein? Naja, er kann von da aus nur, er kann nur dahinter, hinterm Gebäude sein. Da ich ihn angeschossen habe, heilt er sich da wahrscheinlich, deswegen pushe ich ihn. Wenn ich ihn nicht angeschossen hätte, würde ich ihn nicht pushen. Mal hier. K74. Nein. Oh. What? Oh boy. Oh shit, ich darf ja meinen Rucksack nicht droppen. Da habe ich ja keine Ammo. Ah, das habe ich nicht bedacht. Hey, dann noch Servus und Dankeschön. Heute Vibe, ja. Oh. Ja, Saiga auf Streets ist keine gute Idee. Das ist. Da schlüpfen die Leute halt durch, ne? So wie jetzt gerade eben. Drei, ey. Da kommt er raus, die Buschratte. Saiga ist auf die Distanz doch ganz okay. Ich dachte nicht, dass da drei sind. Ich dachte, da ist eine. Holy shit. Auf die Distanz doch brauchbar. Servus, Billy Butcher, habe die Ehre. Ist er oben, okay.
Von mir. Zwei Stück. War nur ein Technical Update. Diesen Berlin. Zwei oder drei. Fuck, hat es geblendet, ey. Eric, danke für den Tier 3. Moin, Partner Plus und so. Kuss auf deine haarige Nuss. Eric, danke für den Tier 3. 42 Monate schon. Eine ganz schöne Zeit. Danke für alles, was du hier beiträgst. Danke für den Tier 3 Support und für den Beitrag zum Partner Plus. Wie immer. Danke dafür. Ah, sogar Gier, die Jungs, ey. Alright. Okay. Been counting days to get away.